Also das war echt easy. Kid probably could have made himself Marshal one day. Okay. Gut. Ach so, genau, wir haben ja. Da ist auch schon direkt. So. Schwere Hülsen, 15% Schaden, Munitionskartuschen, die prallvoll mit scharfen Schrotsplittern gefüllt sind. Das hört sich ja brachial an, ey. Aufprallhülsen. Schüsse verursachen stärkeren Rückstoß. Ach so, okay, Munitionskartuschen, nicht Kartischen, die mit größeren Schrottteilen. Ich denke mal, es heißt Schrotteilen. Ist ein T zu viel. Gefüllt mit 2L sind, um maximale Aufprallwucht zu erzielen. Was ist denn los mit dem Spiel? Hör mal hier den Schaden. Das ist nämlich geiler. So. Waffenlager. Da haben wir hier was bekommen. Blechsalbe. Blechmuskete Fertigkeit. Eine unerbittliche Folge von Schüssen, die langsame Schussfrequenz der Muskete wettmacht. Nur ein einziges Mal direkt nach dem Krieg griffen die Sheriffs auf diese Technik zurück. Pro Anwendung wird ein Schwarzhornikum benötigt. Dann gehen wir mal hier hoch und machen das nächste Übungsgelände. Der Schrottplatz. Wer auf einen anstrengenden, mit S, Tag, Schwerstarbeit aus war hier stets willkommen. That's a scrapyard, where folks got to smash things and call it community service. The city's unwanted things all met their end in the yard. Wow. Sieht ja fast so aus wie mein Zimmer. Folks have fouled up will do their time here, smashing things to bits. Zerstöre 100 Objekte. Was heißt 100 Objekte zerstören? The auf Zeit! They worked, the sooner they could go. Folks learn to plant their feet and put their backs into it. Others will plot a course to navigate that sea of junk. Had to work real fast for the finest prize. Was ist denn hier? Achso, okay, das ist der Neustartpunkt. Unter 40. Ich habe genau 40 gebraucht, ach so. Etwas Schweres. Ich muss unbedingt. Also, ich muss viel mit Rollen kaputt machen, denke ich mal. Etwas Schweres haben wir schon mal gehabt. Ein Neustart, bitte. Kid pays another visit to the scrapyard for old time's sake. Ich muss mir ein bisschen merken, was ich mit Rollen kaputt machen kann. Some folks invested their earnings to forge even better hammers. A good day smashing and feed a family for a week. Okay. Unter 27. Oh, das wird schwer. Etwas Verkehrtes. Okay. Ein Aufwertungsmaterial für eine bestimmte Waffe. Ein ungewöhnliches Felsbruchstück, das vor der Katastrophe unbekannt war.
Es krümmt sich bei der leichten Berührung, fühlt sich aber dennoch härter als Knochen an. Ach, bei der leichtesten Berührung, habe ich mich verlesen. Okay. Sieht aber auch sehr interessant aus irgendwie. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir in diesem einen Level Abendrot gedöhnt oder was das war, dass wir da eine Waffe verpasst haben. Habe ich irgendwie das Gefühl. Okay. Whoops. Work in the yard did have its risks. Always plenty there for smashing. Das war schlecht. Aber es sind nicht insgesamt 100 Sachen hier. Das ist gut zu wissen. Ich muss auf jeden Fall den ganzen kleinen Scheiß kaputt machen. Ah, ich glaube, wenn ich nicht runtergefallen wäre, hätte ich es geschafft. Ah. Krieg das hin? Fuck. Fangen wir direkt von neu an. Weil das Steingedöns kann ich nicht direkt kaputt machen. Und die großen Kisten glaube ich auch nicht. Ach, Mist. Ich krieg das hin. Mann, Mist. Es ist so machbar. Ich darf mich nur nicht so dumm anstellen. Hallo? Ach, dumm, wenn man die falsche Taste drückt. So. Ich mache mir jetzt hier erstmal einen Energy Drink auf. Ein Energiegetränk. Billiges vom Lidl für 25 Cent. Und das Getränk. Genauso wie kostet wie der Pfand von der Dose. Boah. So.
Nein! Ach. Ich glaube, ich schneide es wieder raus. Weil es ist ja... Es ist immer das Gleiche. Oder? Ich weiß noch nicht. Das Auto muss erstmal vorbeifahren. Steingedöns, das nervt mich unheimlich. Ah, Mann! Ich schneid's raus. Yes! Also ich habe das jetzt der zweite Versuch gewesen offscreen, also... Ich habe jetzt gar nicht gelesen, was das war. Wuchtbrumme. Okay. Ja, es ist ja halt immer noch ein bisschen übergeblieben. Aber es war... Es war okay. The kids worked the yard before. But that time it just plain destroyed it. Sehr schön. So, gucken wir mal direkt, was die Wuchtbrumme ist. Nee, wir haben ja etwas Schweres haben wir ja bekommen, genau, für unseren Hammer. Verlängerter Griff, neue Fähigkeit, Fokussierangriff. Zum Fokussieren mit dem Stierkopfschild zuerst einige Momente verteidigen, dann angreifen. Ein längerer Griff, der überlegene Hebelwirkung und Kraft verleiht. Okay. Umgekehrter Griff. Aufwärtsangriffe verursachen Rückstoß. Zum Aufwärtsschlag ohne Bewegung angreifen. Ein spezieller Griff, mit dem sich selbst die störrigsten Ziele beiseite schieben lassen. Puh. Nehmen wir mal das hier. Ain't never letting go of his old friend with a sturdy grip like that. So, wir haben ja den komischen Dings ähnlich. Wir haben ja die Macheti ausgerüstet. Gibt's hier was Neues? Nee. Ich weiß immer noch nicht, womit das zu... Oder? Oder ist das unser... Unser Level-Gedöns, unsere XP? Ich weiß es nicht genau. Ach so, genau. Hier mal gucken, ob es hier was Neues gibt. Ne. Dann geht's wieder ab in den Skyway. Und zu einem nächsten normalen Level.